Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es so ein kleines Update, denn meine Brust-OP ist ziemlich genau jetzt 5 Jahre her. Die Zeit ist echt verflogen und ich hätte es nicht gedacht. Also ich dachte mir dann so, boah, 5 Jahre, das ist ja schon echt eine lange Zeit. Und ich dachte mir, heute gibt es so ein kleines Update-Video für alle unter euch, die wirklich genaues wissen wollen zum Preis, wie die OP ablief, wie die Schmerzen waren, alles rund um das Thema. Das Video dazu habe ich euch unten verlinkt. Heute geht es wirklich eher nur um den psychologischen Aspekt, um den gesundheitlichen Aspekt natürlich auch, weil leider hört man hin und wieder, dass Brustimplantate zu Krankheiten geführt haben. Deshalb dachte ich mir, es ist vielleicht ganz interessant, dass ich einfach nochmal so nach 5 Jahren so ein Update gebe, weil bei mir hat sich einiges getan, auch im Kopf. Ich habe in den 5 Jahren immer wieder verschiedene Ansichten gehabt und ja, da gehen wir jetzt mal so ein bisschen durch. Wenn ihr auch noch unsicher seid, könnt ihr mir auch jederzeit privat schreiben auf Instagram oder ihr könnt auch Fragen hier in den Kommentaren stellen. Ich beantworte alles sehr gerne und offen, das ist gar kein Problem. Als kleiner Hinweis vorweg, ich werde hier sehr viel über meine persönliche Meinung und über mein persönliches Idealbild, sage ich mal, von meinem Körper sprechen. Ich möchte damit wirklich niemanden angreifen. Das ist meine persönliche Meinung zu meinem Körper. Das heißt nicht, dass ich es bei anderen nicht schön oder sonst was finde und ich möchte damit keinen verletzen. Ihr seid alle perfekt. Ich meine damit so Sätze wie, ich finde das und das schöner, bitte don't be offended. Und ich würde sagen, wir kommen auch direkt mal zu den gesundheitlichen Aspekten. Wie geht es mir heute? Hatte ich in den 5 Jahren irgendwelche Probleme? Und das Thema können wir tatsächlich ganz, ganz schnell abhaken, denn ich kann alles mit Nein beantworten. Ich hatte in den 5 Jahren absolut keine Probleme. Es ist bei mir tatsächlich so, ich habe es vergessen. Also ich denke da sehr, sehr wenig drüber nach. Und wirklich nur, wenn ich mich mit dem Thema Brust auseinandersetze, denke ich mir manchmal so, ach ja, du hast ja Implantate drin. Also in meinem Alltag beschäftigt mich das Thema eigentlich null, weil es hat auch kein, also weil es gibt halt auch keinen Grund dazu. Ich habe keine Schmerzen, stört mich nicht, ich kann drauf liegen. Ich bin meines Wissens dadurch nicht krank geworden. Ich habe keine Symptome, die man irgendwie damit in Verbindung setzen könnte. Ja, so viel dazu. Also mir geht's gut. So viel dazu. Gesundheitlich geht es mir wunderbar damit. Und ich würde sagen, wir kommen direkt zu einer zweiten Frage. Bereue ich es irgendwie? Denke ich manchmal drüber nach, hätte ich es besser nicht gemacht? Absolut nein. Absolut no, no, no. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Es war für mich eine sehr, sehr gute und wichtige Entscheidung, die einfach dazu geführt hat, dass ich mich in meinem Körper viel, viel wohler gefühlt habe. Mein Selbstbewusstsein ist dadurch in die Höhe geschossen. Ich kann Sachen anziehen, in denen ich mich früher nicht wohlgefunden habe. Und es hat mir einfach, wie ich damals in dem Video schon gesagt habe, ein absolut neues Lebensgefühl gegeben. Ich habe auch durchschnittlich mehr dafür bezahlt. Ich hätte es deutlich günstiger bekommen können. Die Gründe, warum ich mich dann letztendlich dafür entschieden habe und für diesen Arzt, diese Klinik, findet ihr, wie gesagt, auch im anderen Video. Ich kann aber heute sagen, dass ich sehr, sehr, sehr froh bin, dass ich so hochwertige Implantate in mir drin habe, womit ich hoffentlich niemals Probleme kriegen werde. Jetzt kommen wir aber zu einem Punkt, das war der, der mich, glaube ich, in den 5 Jahren am meisten beschäftigt hat. Und zwar war das die Größe. Als ich damals meine Brust habe machen lassen, war es mir sehr, sehr, sehr wichtig, dass das sehr natürlich aussieht. Es wurde genauso umgesetzt, wie ich es damals haben wollte, aber so, weiß ich nicht, 3 Jahre später, also ich sag mal so vor 2 Jahren, kam bei mir plötzlich dieser Wunsch, dass die ein bisschen, doch noch ein bisschen größer sein könnten. Und ich habe wirklich oft mit dem Gedanken gespielt, meine Brüste nochmal operieren zu lassen, weil sich mein Geschmack so ein bisschen verändert hat und das ist total normal und vor allem ist es normal, dass wenn man sich zum Beispiel einmal die Brust hat machen lassen, dass man dann noch mehr möchte. Das ist ganz normal, das ist quasi wie mit Tattoos, man fängt mit einem an und man möchte dann doch immer mehr und man darf auch nicht vergessen, dass man das Verhältnis dazu auch ein bisschen verliert. Als ich die Brüste neu hatte, war das für mich natürlich viel, viel größer und mit der Zeit gewöhnt man sich dran und dann ist das alles so normal. Dann sieht man vielleicht Frauen mit noch größeren Brüsten, man findet es schön, es gefällt einem und da denkt man sich, ja, hätte doch vielleicht ein bisschen mehr sein können. Und mit vielen Zuschauern, mit denen ich auch geschrieben habe, die auch vor dieser Entscheidung standen, soll ich es machen, soll ich es nicht machen, wie viel hast du genommen, wie viel CC, solche Fragen habe ich oft gesagt, ja, mittlerweile hätte ich lieber ein bisschen mehr genommen. Und ich sage euch heute etwas, ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe, also dass ich mich nicht nochmal habe operieren lassen. Ich würde also Hauptgrund dafür sagen,
dass ich ein Shooting in Brautkleidern hatte. Ich blende euch hier mal ein Bild ein. Und ab dem Zeitpunkt war mir erstmal klar, meine Brüste werden vor meiner Hochzeit nicht größer. Es sah so perfekt in dem Brautkleid aus und jetzt komme ich zu einer persönlichen Meinung von mir. Ich möchte damit, wie gesagt, niemanden verletzen. Ich finde einfach, große Brüste, also größere Brüste, das nimmt gerade bei so einem Thema wie Brautkleid das Edle raus. Das finde ich einfach und ich finde, wenn man so ein super schönes, elegantes Brautkleid anhat und richtig große Brüste, die vielleicht auch noch extrem künstlich aussehen, ich finde irgendwie, das nimmt dem Ganzen so ein bisschen das Edle, das nimmt dem Ganzen einfach diese Eleganz. Und ich habe mich damals im Kleid gesehen und dachte mir so, ja, es ist perfekt, so wie es ist. Da kommt auf jeden Fall erstmal nichts rein. So, das war erstmal so der Point nach diesem Shooting. Ich habe immer zu meinem Freund gesagt, wenn ich es machen lasse, erst nach der Hochzeit, weil ich will im Kleid so schick aussehen. Mittlerweile, bei meinem Style hat sich auch ein bisschen was getan. Ich zeige mich ja immer noch sehr gerne freizügig. Wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Top anhabe, ich finde es super. Ich finde die Größe sehr, sehr gut. Mir gefällt es top und es ist auch noch so, auch wenn die Brüste gemacht sind, man kann immer noch pushen. Und es gibt immer noch ein paar Tricks, um die noch größer aussehen zu lassen. Wisst ihr, was ich meine? Und warum sollte man die nicht nutzen, auch wenn man größere Brüste, also wenn man die Brüste schon operiert hat? Also spricht ja an sich nichts gegen. Aber ich bin mittlerweile so, ich mag auch gern diesen classy Style. Ich change ja meine Styles immer jede Woche 5 Mal. Also ich habe so viele verschiedene Sachen in meinem Kleiderschrank, die man in verschiedene Style-Richtungen einordnen könnte. Aber halt auch diese schicken Kleider, die eleganten Kleider. Und immer wenn ich die trage, denke ich mir so, boah, hätte ich jetzt so große Brüste, das sähe einfach nicht mehr so schick aus. Ich zeige euch jetzt einfach mal ein Beispiel. Dieses Kleid ist relativ neu aus meinem letzten Haul. Das ist so ein bisschen classy, es ist schick. Und so wie ich es anhatte, ich fand es perfekt. Und dann habe ich mir so gedacht, boah, hätte ich jetzt eine größere Oberweite. Vielleicht sieht man hier was durch Knöpfe, die gehen so ein bisschen auf. Es sieht einfach nicht mehr so elegant aus. Und ich bin eh schon so mit meinen Tattoos, ich bin schon ein sehr extremer Typ. Und ich habe das Gefühl, wenn ich zu diesem Classy Style möchte, habe ich es teilweise eh schon ein bisschen schwieriger, dadurch, dass ich einfach so aussehe, wie ich aussehe. Versteht mich nicht falsch, ich liebe es. Aber das hat mir so gezeigt, so große Brüste haben für mich auch einfach oft den Nachteil, dass es im Zusammenhang mit meinen Tattoos und meinem eh auffälligen Aussehen oft nicht mehr schön aussieht, beziehungsweise also für mich nicht mehr schön aussieht, beziehungsweise billig wirkt und ja, und deshalb habe ich mich letztendlich dafür entschieden, an meinen Brüsten passiert gar nichts mehr. Sie sind perfekt, wie sie sind. Wenn ich will, kann ich die auch noch ein bisschen pushen, das ist gar kein Problem, brauche ich nicht. Jetzt sieht zum Beispiel super aus und ich kann echt alles anziehen, ohne dass ich mir so denke, boah, meine Brüste sind zu groß, meine Brüste sind zu klein, die sind wirklich so, wie sie sind, perfekt. Was ich euch deshalb einfach mit auf den Weg geben möchte, wenn ihr euch dazu entscheidet, eure Brüste machen zu lassen, der eigene Geschmack, der verändert sich. Das kann in einem Jahr wieder was anderes sein, in 2 Jahren wieder was komplett anderes, alles Mögliche. Die Trends verändern sich auch. Deshalb überlegt euch gut, dass ihr so ein Mittelding findet, was nicht ins zu Extreme geht. Außer ihr seid natürlich voll der extreme Typ, das gibt's auch, dass dir das gefällt und dass dir das noch in 10, 20 Jahren gefällt. Aber es kann natürlich auch sein, dass du sagst, okay, jetzt sind die echt ein bisschen zu groß geworden, deshalb überlegt euch gut, probiert verschiedene auch Sachen an, überlegt, wo wollt ihr hin in den nächsten Jahren, das kann man nie so voraussagen, aber trotzdem denkt nochmal so ein bisschen drüber nach und übertreibt nicht direkt vor allem und ja, das ist auch so die Trends, die verändern sich. Also ich bin eh nie ein Mensch, der sich irgendwie groß nach Trends richtet, natürlich probiere ich da mal was aus. Aber es ist ja so, dass jetzt kleinere Brüste wieder immer beliebter werden. Setzt euch bitte auf jeden Fall auch mit diesem Thema auseinander. Guckt, zieht eure Klamotten an, guckt, was gefällt euch. Ihr könnt ja auch so ein bisschen aufstopfen, dann guckt ihr, sieht das immer noch gut aus. Wirkt das nicht zu billig zum Beispiel? Das, was ich sage, ist natürlich alles Geschmackssache. Das war nur ein Thema, was mich zum Beispiel sehr, sehr lange beschäftigt hat und deshalb wollte ich das mit euch teilen und vielleicht kann ich ja auch dem einen oder anderen so helfen. So, jetzt sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Wenn ihr noch irgendwie Fragen habt, dann schreibt es wie gesagt gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wie gesagt, das Video, wo ich nochmal über alle Details rede, ist für euch unten verlinkt. Und ich bedanke mich an dieser Stelle herzlich fürs Zusehen. Hier findet ihr 2 weitere Videos von mir und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Danke fürs Zusehen.